Harry schaute in einen Gang, der aus Spiegeln gemacht war und von einem undefinierbaren, bläulichen Licht erhellt wurde. Der Raum, in dem er stand, war nur etwa 2 Meter breit und sehr lang. Die Wände waren über und über mit Spiegeln bedeckt. Es waren alles verschiedene Spiegel. Schlichte, ohne Rahmen, lange und gerade, edle, mit einem goldenen Rahmen, in dem viele wertvolle Schnitzereien waren. Alte Spiegel, die dunkelgraue Flecken hatten oder angelaufen und schlierig waren. Der Raum war Harry ganz und gar nicht geheuer, auch wenn er ihn faszinierte. Der Raum hatte eine Anziehungskraft auf ihn, die er unheimlich fand. Er wollte hier drin bleiben, für immer. Er wollte hier raus. Mit einem unguten Gefühl drehte er sich um zur Tür, durch die er hineingekommen war. Geschockt legte er die unsichtbaren Finger auf das kalte Glas. Da war keine Wand, da war nur ein Spiegel. An den Rändern etwas fleckig, der Rahmen aus angelaufenem Kupfer. Panisch drückte und presste er seine Hände unter dem Umhang gegen den Spiegel, aber der ließ ihn nicht passieren. Merlin sei Dank. Verflucht! Hilfe! Mit rasendem Atem und Herzen drehte Harry sich wieder um. Er konnte sehen, dass der Raum am Ende einen Knick nach rechts machte. Es war ein Spiegelkabinett, ein Labyrinth. Er musste durch den Irrgarten gehen, wenn er hier raus wollte. Mutig machte er den ersten Schritt nach vorne. Wenn er erwartet hatte, dass irgendetwas Schlimmes passieren würde, so hatte er sich getäuscht. Er atmete noch einmal tief durch, dann ging er bis zum Ende des Gangs und bog dann nach rechts ab. Ein weiterer Gang, der dem vorherigen glich, bis auf das in der Mitte auf der rechten, nein, auf der linken, oder doch auf der rechten Seite, ein Gang nach rechts oder links führte. Am Ende des Ganges führte ein weiterer Gang nach rechts und einer nach links. Langsam wurde Harrys Panik größer. Er wollte hier raus. Seine Schritte beschleunigten sich. Er bog in den vermeintlichen Gang nach rechts ab und stieß sich die Stirn unter dem Tarnumhang schmerzhaft an der Glasscheibe. Er taumelte einen Schritt zurück und drehte sich um. Dieser Tarnumhang war echt nur unpraktisch in einem Spiegelkabinett. Harry drehte sich um 180 Grad und nahm den richtigen Gang, den, der tatsächlich existierte und ihm nicht nur von den Spiegeln vorgegaukelt wurde. Er ging ein Weilchen ziellos durch das Labyrinth, die Hände an den Glasscheiben, damit er nicht noch einmal gegen einen Spiegel rannte. Denn auf seiner Stirn hatte sich eine dicke, schmerzhafte Beule gebildet, durch die das Blut pulsierte. Als er in einen weiteren Gang einbog, bekam er plötzlich einen riesigen Schrecken. Da, rechts von ihm, war jemand. Da hatte sich etwas bewegt. Panisch blieb er stehen, und die Bewegung, die er aus den Augenwinkeln wahrgenommen hatte, war ebenfalls verschwunden. Doch als er weiterging, war die Bewegung wieder da. Vorsichtig, im Zeitlupentempo, drehte Harry sich um und hätte beinahe geschrien vor Schreck, als er sich selbst sah. Dunkle, verwuschelte Haare, ein totenblasses Gesicht, leuchtend smaragdgrüne Augen, ein graublauer Pulli und eine dunkle Hose. Auf der Stirn eine riesige Beule und eine Brust, die sich stoßweise hob und senkte. Seltsam, dachte Harry, das musste ein magischer Spiegel sein. Vielleicht waren das alles magische Spiegel in diesem Kabinett oder zumindest in diesem Gang. Harry ging zum nächsten Spiegel. Hier konnte er sich nicht selbst sehen.
Aber dafür sah er auch nicht den Spiegel hinter sich. Eigentlich war es gar kein Spiegel, vor dem er stand. Es sah mehr aus wie ein Spiegel, den man so schräg von der Seite anguckte, dass man kein Bild sehen könnte. Neugierig geworden, ging Harry einige Schritte zur Seite und schaute schräg auf den Spiegel. Und tatsächlich, jetzt konnte er ein Bild sehen, den Spiegel hinter ihm. Harry ging wieder weiter, das Bild verblasste. Der nächste Spiegel sah ganz normal aus, aber als Harry die Hand darauf legen wollte, sank seine Hand in das Glas ein. Es fühlte sich wie ein leichter Regenschauer auf seinem Arm an, auch wenn er nicht nass wurde. Auf der anderen Seite der Scheibe im Spiegel tauchte Harrys Arm auf, seine Handfläche zu ihm gekehrt. Ein körperloser Arm in der Luft. Harry lehnte sich noch etwas nach vorne, so dass auch sein anderer Arm und seine Schultern im Glas verschwanden, nur um sie auf der anderen Seite auftauchen zu sehen. Natürlich von vorne. Harry schob vorsichtig auch den Kopf durch den Spiegel und blickte sich selbst ins Gesicht. Schnell zog Harry sich wieder zurück. Der nächste Spiegel war noch seltsamer, noch berauschender, noch angsteinflößender. Hier konnte Harry wieder sich selbst sehen, doch etwas Seltsames umgab durchsichtig und doch sichtbar und unglaublich präsent seinen Körper. Um ihn herum lag eine Art bunter Schleier, wie ein farbiges Seidentuch, das in der Luft hing. Es waren viele Farben. Harry sah oft das Grün seiner Augen mit einigen roten Sprenkeln und als Basiston ein helles lila-blau. Auf den Spiegel ein ganzes Stück über seinem Kopf hatte jemand in einer elegant verschlungenen Schrift die Worte »Deine Aura wiederfinden« geschrieben. Die Schrift hatte genau dieselben Farben wie der bunte Schleier, Smaragdgrün, lila-blau, blutrot. Verwirrt schüttelte Harry den Kopf. Sein Spiegelbild hinter dem Schleier tat es ihm gleich, und er ging weiter. Auf die nächsten Spiegel achtete er nicht mehr besonders. Einmal sah er eine Unterwasserlandschaft, durch die er wandelte, und einmal sah er sich selbst von tausenden Dämonen umringt. Bei diesem Bild wurde Harry etwas mulmig zumute, doch er beschloss, einfach weiterzugehen. Am Ende des Ganges blieb er stehen. Hier gab es nur eine Option, nach rechts abbiegen. Harry sah sich noch einmal um. Das Unterwasser-Ich sah ihn ängstlich an und bog dann ab. In dem quadratischen Raum, in dem er jetzt stand, war nur noch ein großer Spiegel, der Harry magisch anzog. Wie hypnotisiert ließ er den Umhang und die Karte fallen und trat vor den Spiegel. Fasziniert wanderten seine Augen über den Spiegel, ohne dabei das Bild anzublicken. Noch nicht. Der Spiegel war riesig, viel größer als die anderen Spiegel im Labyrinth. Und der edle, reich verzierte Goldrahmen berührte beinahe die hohe Decke. Der Spiegel stand auf zwei Füßen, die aussahen wie die Füße von zwei Raben oder vielleicht von einem Adler. Am oberen Rand lehnte der Spiegel gegen die weiße Wand. Nur knapp unter dieser Kante standen in den Rahmen geprägt die Worte »Ner Hegeb, Z. Reni, Drebras, Tilt, Naniet, Sin«. Die Schrift machte Harry schummrig. Diese unbekannten, magischen Worte waren das, was ihn anzog, was ihn schon von Anfang an fesselte und ihn hierher zog. »Ner Hegeb, Z, Re, Ni, Debras, Tilt, Nandiet, Sin«, flüsterte Harry, und nun, endlich, wanderten seine Augen zum Spiegelbild. Was er dort sah, war mindestens genauso fesselnd
wie die Inschrift. Er sah zwei Bilder, die übereinander hingen. Beide waren scharf, keines verdeckte das andere, bis man sich auf eines der beiden Bilder konzentrierte. Beide Bilder zeigten eine Familie, auch wenn es nicht dieselbe Familie war. Auf dem ersten Bild konnte Harry sich selbst sehen, so wie er gerade aussah. Neben ihm stand Jenny. Sie lächelte glücklich, die Augen gehoben, hoch zu ihrem großen Bruder. Unten auf dem Boden saß ein Kleinkind. Es hatte große, braune Augen und rote Haare, und es lachte zufrieden. In der speckigen, kleinen Hand hielt es einen Silberlöffel. Hinter Harry und Jenny standen Lily und James. James' Haar war an den Schläfen schon etwas grau, aber er lachte genauso glücklich wie seine Kinder und seine Frau, die ein Baby auf dem Arm hielt. Es hatte dunkle Haare, und die Augen, die Harry munter entgegenblickten, waren genauso smaragdgrün wie Harrys eigene. Harry wusste sofort, was er da sah. Das war seine Familie, wie er sie sich wünschte. Vier Kinder, alle waren glücklich und zufrieden. An dem Abzeichen an James' Brust konnte man seinen Berufsstand erkennen. Einen sehr hohen Berufsstand. Das Glück auf diesem Bild war vollkommen, ungetrübt, perfekt. Auf Harrys Herz malte sich ein großes Strahlen. Wenn seine Familie glücklich war, war er es auch. Nachdem er sich eine Weile selig auf das erste Bild konzentriert hatte, schaute er sich das zweite Bild an. Auf dem zweiten Bild war wieder er zu sehen, aber diesmal sah er sich selbst, wie er älter war, ein zukünftiges Ich von ihm. Das ältere Ich war ungefähr 22 oder 23 und trug eine Quidditch-Uniform von der englischen Nationalmannschaft. Dicht neben ihm, den Kopf auf seine Schulter gelegt, stand eine rothaarige Frau mit haselnussbraunen Augen und Sommersprossen. Auch sie trug eine Quidditch-Uniform von der englischen Nationalmannschaft. Harrys rechter Arm war um ihre Hüfte geschlungen. Auf ihrem Arm saß ein Kleinkind, fast noch ein Baby, mit schwarzem Haar und nussbraunen Augen. Auch auf diesem Bild war das Glück vollkommen. Harry fragte sich, ob dies eine Zukunftsaussicht war oder ob es einfach nur eine Vorstellung war. War es eine Möglichkeit oder war es so festgelegt? Harry wusste es nicht, aber er hätte viel dafür gegeben, es zu wissen. Diese Bilder machten ihn glücklicher und trauriger als irgendetwas anderes, was er je gesehen hatte. Er verstand sie nicht, aber er wünschte sich, sie wären wahr. Realität. Über den Bildern vergaß er sogar die Gefahr, gefunden zu werden. Er vergaß sogar, dass er keine Ahnung hatte, wie er hier wegkommen sollte. Er stand eine ganze Weile da und starrte die Bilder an, wie berauscht, wie hypnotisiert. Nach einiger Zeit ließ er sich sinken und setzte sich im Schneidersitz auf den kalten Steinboden. In keiner Minute sah er von den Bildern weg. Aber je länger er sie anstarrte, desto schummriger und schwindliger wurde ihm. Er streckte die Beine aus, schloss die Augen und legte das Gesicht auf den kühlen Stein. Dann schlief er ein. Als er wieder aufwachte, wusste er, dass viel Zeit vergangen war. Plötzliche Panik überfiel ihn. Wie viel Uhr war es? Was, wenn der Unterricht schon angefangen hatte? Das wäre eine Katastrophe. Er sprang eilig auf die Füße. Gerade als er hastig nach dem Tarnumhang und der Karte des Rumtreibers griff, die einige Meter entfernt vom Spiegel lagen, fiel ihm ein, dass es Sonntag war. Harry atmete tief durch, während er sich langsam wieder beruhigte
und sein Herz wieder langsamer klopfte. Trotzdem entschloss er sich zu gehen. Nur wie? Suchend glitt sein Blick durch den Raum. Da sah er die Tür, die ihm die ganze Nacht über nicht aufgefallen war. Erleichtert zog Harry sich den Umhang über den Kopf und ging die Tür nach draußen, ohne einen letzten Blick auf den Spiegel zu werfen. Den Gang, auf den Harry kam, kannte er. Er war nicht weit vom Gryffindor-Gemeinschaftsraum entfernt, nur einen Flur weiter. Durch die hohen Bogenfenster schien das Licht der aufgehenden Sonne.